5 geile Tipps zum Herrentag. Naja, also erstmal sollte man sich gut vorbereiten. Naja, genau. Und das macht man natürlich am besten mit diesem Video hier. Und zwar Tipp 1. Bier kaufen. Ja. Nichts ist schlimmer, als wenn man kein Bier hat. Ja, na klar. Ganz wichtig. Am besten vorher kühlen. Ja. Und wenn man es dann mitnimmt, dann sollte man zumindest, ja, irgendwas, entweder ist es eine Kurzstrecke oder man trinkt das Bier schneller, ja, damit es nicht warm wird. Oder man hat halt so was wie so einen Kühlakku bei und so eine Kühlkiste. Wo gehört die Kühlkiste hin? Nicht auf dem Rücken, sondern? Nee, im Bollerwagen natürlich. Genau, das ist das nächste Ding. Bollerwagen, ganz wichtig. Oder ihr habt ein Fahrrad mit Anhänger. Ganz schön was los am Herrentag, ja. Stadt, Dorf, es gibt immer wieder Sachen oder Plätze oder Gemeinde oder Vereine oder was auch immer, die dann halt so ein bisschen was machen, wo man dann natürlich da einkehren kann, zu Fuß, mit Fahrrad oder... Das ist natürlich die Königsklasse, dann braucht man nämlich einen Schmidt schleppen. So sieht es mir aus. Und da kann vom Fass trinken auch. Genau. Vom Fass ist auf jeden Fall das Beste an sich. Und wenn man dann noch Geld mitnimmt, dann hat man auch wirklich was davon. Oder jemand mitnimmt, der Geld hat. Richtig. Ich habe noch 3 Rentner-Tipps. Ah. Für die Herrentag-Rentners, eigentlich für die Opertags-Leute. Das Bier, die Temperatur vom Bier, möglichst so 20, 25 Grad, ja. Damit es nicht so weh tut im Magen. Magenfreundlich. Ja, genau, magenfreundliches Bier trinken. Denn wenn man so kohlensäurehaltiges Bier trinkt, dann kann man das hier so mal rühren. Oder mal mit Schwung eingießen ins Glas, dann schäumt das nicht mehr so, dann verträgt man das besser. Muss man auch nicht so dolle rülpsen als Rentner. Und zwischendurch auch mal, also der Tipp 3, der für die Rentner, zwischendurch mal ein Glas Wasser trinken. Dann verträgt sich das doch alles besser, dann kann man am nächsten Tag auch besser aufstehen. Na genau, und tackert euer Biss fest und nehmt euch Ersatzzähne mit. Ach ja, und übrigens, es gibt auch gute Getränkehalter für Fahrrad und andere Rollstühle und so weiter. Ne? Also da sollte man auch drauf achten. Also von daher immer schön aufpassen, immer schön Bier trinken. Ne? Trinken ist wichtig. Ne? Ja, trinken ist wichtig an jedem Tag. So sieht es nämlich aus, weil ne? Je wärmer der Tag, desto mehr sollte man trinken. 2 bis 4 Liter mindestens. Ja, ja. Ist ja auch gesund. So sieht es nämlich aus. Also von daher. Prost. Prost. Habt einen schönen Herrentag. Eben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt fein. So muss es sein.